Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Mass Effect. Gut, wir verlassen den Besprechungsraum. Eine etwas andere Musik als sonst. Finde ich aber sehr, sehr cool und sehr, sehr passend. Dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit den... Oder? Ja, komm. Crewmitglieder. Und fragen, was die so von der Situation halten. Gut, den Kaidern werden wir jetzt nicht mehr antreffen. Das hat sich... wohl erledigt. Da ist er nicht. Jetzt die Frage, was ist mit ihm? Hat er sich vielleicht doch irgendwie retten können oder... Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Naja. Dann gehen wir erstmal hier hin. So. Medikit aufstocken. Machen wir. Ah, unser Inventar ist auch sehr, sehr voll. Soweit ich weiß, müssen wir dann nochmal ein bisschen ausmisten. Dr. Chuck, was? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Gut. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, euch spricht jemand an und ihr fragt dann, ja, wie kann ich dir helfen? Und die Person sagt dann, ich muss jetzt gehen. Das ist eine Top-Konversation. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ich habe mir Sorgen gemacht. Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chuckwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie ist die Beste. Sie sind in guten Händen. Dr. Chuckwas weiß, was sie tut. Ich habe über Sare nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Warum? Er ist der Letzte, der mir leid tun würde. Er ist innerhalb seines eigenen Geistes gefangen. Ein Teil von ihm spürt, wie seine Identität langsam von der Sovereign verschlungen wird. Aber er kann es nicht verhindern. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Wir werden es nie erfahren. Wie Sarens Gründe auch ausgesehen haben mögen, so sind sie doch längst Geschichte. Man muss ihn aufhalten. Ja, da haben Sie wohl recht. Er mag ein Opfer der Sovereign sein, aber er ist auch eine Gefahr für das Leben aller. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Okay, das haben wir alles schon gehabt. Okay. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon alles ist. Nochmal reden? Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Nichts Wichtiges. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Okay. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Aber ich bin trotzdem gerade ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass verwirrt. Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Okay. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Diese Dialogoption, nichts Wichtiges, hätten die sich so dermaßen sparen können, ne? Die ist einfach unnütz. Und man kann das auch untersuchen, direkt auswählen, diese beiden Optionen. Naja. Gut, die beiden Crewmitglieder, die immer sitzen. Ich frage mich, welche Funktion die beiden haben, was sie so machen. Außer da sitzen natürlich. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Ich habe eine Frage an euch. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, bei dem Mikro, ich meine, dass das Mikro besser ist als das alte, das ist, glaube ich, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, es knackst zwischendurch so komisch. Also nicht so, wie das alte geknackst hat, sondern wie so Störungen. Kann das sein? Oder bilde ich mir so irgendwie ein? Das macht es mir halt sehr schwer, die Lautstärke richtig einzustellen, weil das Mikro übersteuert auch sehr leicht, habe ich den Eindruck. Einfach mal kurz eure Meinung bitte darüber, wie ihr das seht. Hi. Gut, der Captain Kirai ist auch hier. Ja, gut, dann gehe ich denk mal zu Tali. So, bevor wir zum Captain Kirai gehen. Jetzt habe ich ja sogar zwei... Ah ne, ich habe ja nach Noveria mit den Leuten gesprochen, stimmt. So, Tali-Leinchen. Hey, Shepard. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, was ist los mit euch? Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ich meine, es ist gut, dass ich mit keinem reden kann auf der einen Seite. Da geht das jetzt alles ein bisschen schneller voran. Auf der anderen Seite ist es irgendwie... merkwürdig. Gut, der Rex wird auf jeden Fall mit mir sprechen, schätze ich. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das. Dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt.
Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Dass man keine Unschuldigen opfern darf, um das Ziel zu erreichen. Und dass man den besten Weg finden muss, der nicht immer der schnellste ist. Und ich habe auch über Dr. Salion nachgedacht. Ich war überzeugt, dass er den Tod verdient hatte. Aber dann begann ich darüber nachzudenken, warum ich seinen Tod wollte. Mir wurde klar, dass es nicht nur an dem lag, was er diesen Leuten angetan hatte. Das war nur teilweise der Grund. Aber ich wollte es wohl eher, weil es ihm gelungen war, mir zu entkommen. Er ist während meiner Wache entkommen und das gefiel mir nicht. Es war persönlich geworden. Noch mehr? Worte bedeuten gar nichts, solange sie keine Taten folgen lassen, Garus. Was werden Sie deswegen unternehmen? Nun, ich werde zur Zitadell-Sicherheit zurückgehen. Ich glaube, ich kann dort etwas bewirken. Ich werde mich außerdem um die Ausbildung als Spectre bewerben, aber auf die richtige Weise. Ich werde mich nicht verbiegen, um dorthin zu kommen. Wenn die Leute, die ich beschützen soll, mir nicht vertrauen, dann habe ich es nicht verdient, sie zu beschützen. Das ist schön. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Denken Sie daran, wenn wir Saren begegnen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Ich habe diesen Dialog vor kurzem schon gehört bzw. gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch schon gesehen habt oder ob das offscreen war. Warum auch immer, wegen irgendwelchen Fehlern, Störungen, keine Ahnung. Also wenn ihr es schon mal gesehen habt, tut's mir leid, aber ich weiß es jetzt nicht. Commander, das war eine gefährliche Situation auf Würmeier. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Ich respektiere Ihre Entscheidung. Danke. Ich weiß zu würdigen, was Sie getan haben, Rex. Ich werde Ihnen das nicht vergessen. Stellen Sie einfach sicher, dass diese Sache es wert war. Saren muss dafür bezahlen, was er getan hat. Okay. Wir werden ihn bald haben. Dann wird er für seine Verbrechen gerade stehen müssen. Wenn es nach mir geht, wird er mehr als nur gerade stehen müssen. Na gut, das hatten wir alles schon. Gut. Bis dann, Rex. Shepard. So, ist das alte Spiel wieder vielleicht? Ist zumindest nie langweilig mit Ihnen, Commander. Das stimmt. Persönliche Frage? Waren Sie schon einmal auf Missionen, ob ich die Welt schon einmal vor der sicheren Vernichtung retten durfte? Nein. Aber ich habe schon einige andere Abenteuer erlebt. Okay, guck mal, ob das schon vorkam. Gab es dabei einige besonders interessante Geschichten? Ja, ein paar. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Volus-Diplomaten. Was für ein Arschloch. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Also scheinen auch Politiker manchmal Söldner anzuheuern. Manchmal? Ohne die Politiker hätte ich keinen Job mehr. Sie suchen immer nach einem Weg, ihre Interessen durchzusetzen. Und er war keine Ausnahme. Ich sollte seine Vergangenheit auslöschen. Einen alten Freund beseitigen, der zu viel wusste. Tja, sein alter Freund erwies sich als eine Asari-Kommandokämpferin. Aua. Da könnte man ins Grübeln kommen. Was? Nein. Alina und ich waren alte Freunde, sozusagen. Als wir uns trafen, hatten wir beide einen Auftrag erhalten, den gleichen Turianer zu töten. Und wir wollten beide nicht, dass der jeweils andere ihn zuerst ausschaltet. Also haben wir mehr Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu bekämpfen, als den Turianer zu jagen. Sie war eine Söldnerin? Die Asari-Kommandokriegerin war eine Söldnerin. Das ist eher ungewöhnlich, oder? Ich würde es nicht als ungewöhnlich bezeichnen. Es gibt unterschiedlichste Arten von Söldnern. Ist ja auch egal. Als ich Alina von dem Auftrag des Diplomaten erzählte, fanden wir die Sache todkomisch. Und dann? Was haben Sie getan? Ich wollte auf keinen Fall den Auftrag verlieren, aber ich schuldete Alina Respekt. Also ließ ich sie den Ort aussuchen, wo wir kämpfen würden. Sie entschied sich für eine alte salarianische Raumstation voller Söldner und Schmuggler. Auf diese Weise mussten wir uns keine Sorgen über unschuldige Zivilisten Opfer machen. Sie hatte immer diese seltsamen Skrupel. Wie war der Kampf? Was ist dann auf der Station passiert? Zunächst nicht viel. 2 Tage lang habe ich sie durch die Station gejagt. Ich hatte schon meine ganze Munition verschossen. Ich musste einen Haufen Söldner töten und ihre Schrottwaffen benutzen. Am dritten Tag war die ganze Station ein einziger Trümmerhaufen. Die Söldner waren tot oder geflohen und die Lebenserhaltungssysteme zusammengebrochen. Aber ich hatte sie. Sie hatte sich in der Krankenstation eingeschlossen. Sie versuchte, sich selbst zusammenzuflicken. Verdammt zähes Mädchen. Und dann gerieten die Dinge außer Kontrolle.
Ich wollte sie mir gerade vornehmen, als der Stationskern instabil wurde. Ich habe es gerade noch zurück in mein Schiff geschafft. Ist sie entkommen? Die Asari-Kommandokämpferin hat es wohl nicht rausgeschafft. Ich habe die Station aus der Ferne beobachtet. Ich habe sie nicht entkommen sehen. Und als die Station hochging, blieb nichts übrig, das größer als ein Turianer-Hoden wäre. Also bin ich zurück zu dem Diplomaten, um ihm die guten Neuigkeiten zu übermitteln und meine Bezahlung abzuholen. Aber auf halbem Wege zu ihm bekam ich eine Nachricht von Alina. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber wenn jemand das überleben kann, dann hat er es auch verdient zu leben. Zumindest noch für eine kleine Weile. Und der Wollus? Was war mit dem Diplomaten? Sein Auftrag lautete doch, sie zu töten. Ich erzählte ihm die Wahrheit. Dass Alina überlebt hatte und mächtig sauer auf ihn war. Also bot ich mich gleich als sein Leibwächter an. Geglaubt? Und das hat er Ihnen geglaubt? Er behielt mich sogar bis zu seinem Tod als persönlichen Leibwächter. Und er durfte eines natürlichen Todes sterben. Das war der einfachste Job, den ich je hatte. Vielleicht ein wenig zu langweilig, aber Credits sind nun mal Credits. Verstehe. Bis dann, Rex. Shepard. So, XP bekommen, also haben wir dieses Gespräch noch nicht geführt. Okay. Rex. So, nochmal was so Schönes. Shepard. Rex. So. Gut, dann haben wir noch die Ashley. Commander. Wegen Kaidan. Wegen Lieutenant Olenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Das war nicht deine Schuld. Hör mir zu, Williams. Ich habe bei dieser Mission das Kommando. Ich habe den Befehl gegeben. Nein, es ist meine Schuld, dass er tot ist. Ist irgendwie witzig. Ich habe keine Angst davor, für die Allianz zu sterben. Aber wenn ich daran denke, dass jemand für mich stirbt... Wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Akuse fertig geworden? War das letzte Mal. Es war mein Job, alle sicher da rauszubringen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder passiert. Das gilt auch für mich. Ich werde ihn nie vergessen und mich nun noch mehr anstrengen. Ja, das ist wohl alles, was wir jetzt tun können. Danke für den Rat, Skipper. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Besser als zuvor. Wir haben einen Vorteil. Wir wissen, dass sie kommen und wir wissen, was sie vorhaben. Ich habe nicht vor, einfach aufzugeben und zu verrecken, Skipper. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an. Dass ich nicht zurückschießen kann. Und wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf. Okay, gut. Flotten? Ich glaube, unsere Chancen... Ja, kennen wir doch schon alles. Aber ich... Und das kotzt mich an. Ich dachte, sie sagt was anderes. Dass ich nicht zurückschießen kann. Ja, ist gut. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Okay. Sir... Ja, cool. Dann haben wir noch den Kirahi. Und Commander Rantul haben wir auch noch. Fangen wir mit dem Kirahi an. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, Commander Shepard. Trotz unserer Verluste war diese Mission ein Erfolg. Ich werde Lieutenant Alenkos Verdienste hervorheben. Sein Opfer wird den Menschen gebührend Respekt von meinem Volk einbringen. Ich vermisse ihn. Kaidan war ein guter Officer. Er kannte die Risiken und tat dennoch, was er für seine Pflicht hielt. Natürlich. Das ist die grausame Realität des Soldatenlebens. Commander, ich kann Ihnen versichern, dass meine Männer und ich nie vergessen werden, was Sie für uns getan haben. Wir werden Ihr Schiff gleich am nächsten Zielort verlassen. Vielleicht haben wir wieder einmal die Gelegenheit, zusammenzuarbeiten. Na klar. Und sonst? Ich werde meinen Vorgesetzten Bericht erstatten. Sie haben sich als Verbündete der Salarianer bewiesen. Und sonst? Ich erweise Ihnen und Ihren Offizieren Respekt. Und sonst? Meine Leute hatten Bedenken gegen eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Aber jetzt zollen auch Sie Ihnen Respekt. Und weiter? Ich bin mir sicher, dass wir wieder zusammenarbeiten werden.
Und jetzt? Ich werde meinen Vorgesetzten Bericht erstatten. Sie haben sich als Verbündete... Ja. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Captain schätzt die Mission als Erfolg ein. Ich schließe mich seinem Urteil an. Was können Sie anbieten? Natürlich. Gern geschehen. Viel Glück, Commander Shepard. Ah, das habe ich, da ich euch den Typ befreit habe. Wir haben viele Leute auf Wörmeier verloren. Ich hoffe, dass es das wert war. Habe ich jetzt einen neuen Händler? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Zeig mal her. Oh, guck mal, ganz viele einzigartige Gegenstände. Ah, guck mal hier. Medigil Upgrade, sehr, sehr schön. Und eine Lizenz für Sarah's Council. Für einen Ausrüstungsoffizier auf der Normandy. Alles klar. Gut. Dann können wir die Ausrüstung... Gut, das kann ich aber auch offscreen machen. Wir können aber ein bisschen was in Universalgel umwandeln eigentlich. Das kann ich schnell machen. Das mache ich mit euch zusammen. Also alles, was auf... Was ist das denn jetzt? Was auf Stufe 7 ist... Wenn ich da überhaupt noch irgendwas habe, ich fürchte nicht. Was heißt fürchten, ist eigentlich egal. Oh, Pistolen sind total viele auf 9 schon. Das kann ich auch gleich noch machen eigentlich. Das ist jetzt echt nicht so relevant. Gut, ich könnte Panzerung könnte ich schon mal überprüfen. Das mache ich schon mal schnell. Wow, Colossus 8. Schild, Schadensschutz. Gut, Biotik und Tech ist die andere Kolossus besser. Ah, ich trage eine leichte, das ist die schwere. Okay, die Schilde sind natürlich hier deutlich besser. Welche sehen besser aus? Ja gut, also die Wahl ist getroffen. Also gut, sonst gibt es hier nichts Schönes. Ja, dann überprüfe ich dieser schnell die Panzerung bei den Leuten, das kann ich schon mal machen. Kostet ja nichts, ne? Nicht abstürzen, bitte. Ich habe da immer Schiss bei den Ausrüstungsgeschichten. So, Colossus 8, dann passt das. Dann kriegt ihr das nämlich von mir. Dann profitieren nämlich beide. Der Shepard ist zwar beim Biotik-Schutz ein bisschen schwächer jetzt. Dafür ist die Liara in allen Belangen deutlich besser. Tali. Aha. Phoenix 8. Deutlich besser in allem. Okay, jetzt haben alle so einen Rotstich. Sieht cool aus. Echt cool aus. Ist rötlich, aber nicht aufdringlich. So, Universalgel. Weg. So, Rex. Der Rex hat gern Sex. Das kann fort. Schön systematisch. Das kann auch fort. Das kann sowieso fort. Und das auch. Ursa 7. Na gut, das wäre was für die Ashley. Garrus. Thermopanzerung 8. Nö. Survivor 8. Nö. Phoenix 7. Nö. Okay. Dann haben wir noch... Gut, den Kaiden wird einfach übersprungen. Gut. Dann können wir wenigstens den Spind abmontieren, finde ich. Das wäre schon ein bisschen respektvoller. So, Onyx 9 wäre besser. Die Phoenix 6 sieht so scheiße aus, einfach die Ausrüstung. Ja, sieht besser aus. Assassin 8, wie sieht die aus? Auge ist mitbekanntlich. Nee. Assassin 8, weg. Phoenix 8, weg. Predator 8. Ja, durchaus. Ja. Mantis 8 ist genauso. Welche sieht besser aus? Predator 8 sieht besser aus. Meine persönliche Meinung. Auch nichts, neun Sachen werde ich verkaufen. Mac. Scorpion 7. Mac. Phoenix 6 weg. Wieso kann die Ashley keine schweren... Hä? Die ist doch Soldatin, bin ich doof? Warte mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Die ist doch Soldat. Na gut. Gut, Onyx 9, wie gesagt, verkaufe ich dann bei Zeiten. Ja gut, dann haben wir das doch schon mal. Alles klar, da haben wir mit allen geredet und können dann Richtung Citadel aufbrechen. Beziehungsweise können sie um die beiden Missionen kümmern. Ich habe mich mal schlau gemacht, wo wir diese
belagerte oder eroberte Basis finden. Die müsste im Hades Gamma Cluster sein. Ja, da fahren wir jetzt hin. Also fliegen wir hin. Quasi. Und danach Citadel. Finde die Musik cool. Weil die andere Normen, die Musik, die war irgendwie so. Weiß nicht. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an so ein Final Fantasy-Teil, wenn du irgendwie so eine ruhige Phase hast, mit allen Leuten sprichst. Das würde voll gut passen irgendwie. Bei Final Fantasy 8 im Trabia Garden, da war nämlich auch so eine ähnliche Musik, glaube ich. Bin mir manchmal ganz sicher. Für die Leute, die Final Fantasy 8 kennen, habe ich da mal, ihr werdet, die meisten werden es kennen. Gut. Also Minimum 3 von 4. Gut, Karte der Galaxie. Mit Joker brauchen wir nicht reden, glaube ich. Nee. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Endlich. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir.